Ich bin Henning Steinbock. Ich bin normalerweise Programmierer bei Threaks, einem kleinen Indie-Studio aus Hamburg. Und in meiner Freizeit baue ich Alt-Control-Spiele. Also Spiele mit Spiele, die man quasi nicht traditionell steuert, sondern mit selbstgebauter Hardware und auf ungewöhnliche Art, sag ich mal. Was macht das mit dir oder was bedeutet das für dich, so einen Preis zu gewinnen? Schön. Nee, es ist echt cool. Es war ja auch knapp. Also es gab einige Spiele, die wirklich viele Votes hatten. Und viele der Spiele waren halt auch, oder die Spiele waren eigentlich alle sehr, sehr cool. Und ich habe viele andere Favoriten gehabt. Und insofern da irgendwie dann da in diesen Kreis aufgenommen zu sein, schon schön. Also ich arbeite natürlich an den größeren Spielen, aber dafür mache ich hier keine Werbung. Aber natürlich baue ich weiterhin, ich baue gerade an zwei anderen Projekten und sowas gibt dann natürlich Motivation weiter an weiter auch kleine und verrückte Sachen, die man nur so zum Spaß baut, die niemals Geld machen werden, sondern die man eher hier hinstellt, damit Leute sich daran freuen können. Sowas mache ich dann natürlich gerne weiter.